Moin, liebe Leute, hallo liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online in der Romulaner Kampagne. Ich bin der Anno und mit mir dabei ist der Toni. Hallo zusammen. So, ja, wir haben letztes Mal ein bisschen was herausgefunden, was diese Dateien des Tal'Jiars angeht. Und ja, jetzt wollen wir mal versuchen, diese nette Kollegin, die uns diese Dateien bereitgestellt hat, irgendwo hinzulocken. Mit dem Vermerk, dass wir wollen natürlich dem Tal'Jiar beitreten, ne? Genau. Total. Und sie dann mal mit diesen leicht gefälschten Dateien konfrontieren. Auf Neuromulus, ja, da kommen wir ja gar nicht gerade erst her, ne? Nee, warte. Kontaktieren Sie Shava von der Drosana-Station. Habe ich mich verlesen? Ach, das ist wieder dieser Dienstoffizierstext, ne? Ja, okay, mein Fehler. Ich hole dich im Transporterraum ab. Die Texte muss ich echt mal wegmachen oder so. Das vielleicht da wahrscheinlich nochmal drauf mal andocken. Hi. Hi. So, gehen wir da oben lang. Bei mir ist das Gelbe aber eigentlich. Ja, gucken wir mal, wo wir es finden. Wer zuerst da ist. Also, mir ist es hier. Da, wo wir eben waren, nur quasi nicht bei den Sitzbänken, sondern an den Pulten rechts daneben. Hier. Ne, bei mir? Ah ja, okay. Okay. Eben saßen wir da links. Standen, wo sie saß. So. Chava kontaktieren. Why would I lie? Ich hätte nicht erwartet, so bald von Ihnen zu hören, Rega und Taran. Sind Sie bereit, dem Tal'Jiar beizutreten? Ich bin bereit, Ihnen und dem Tal'Jiar beizutreten. Ich nehme an, das ist alles, was ich Ihnen geliefert habe, zu Ihrer Zufriedenheit ausgegangen ist. Größtenteils. Ich möchte jedoch diese Daten durchsehen. Ich muss mich absichern, dass sie authentisch sind. Das ist eine angemessene Nachfrage. Der Tal'Jiar unterhält ein Netzwerk geheimer Satelliten im gesamten Quadranten. Es gibt einen Horchposten des Tal'Jiar im ASA-System, in der Nähe ihrer derzeitigen Position und fernab der Handelsrouten. Wir sollten uns dort unbemerkt treffen können. Der Posten ist mit dem restlichen Netzwerk verbunden, sodass wir dort die Daten detailliert durchgehen können. Ich bin froh, dass Sie das Licht gesehen haben, Rega und Taran. Sie sind der richtigen Seite beigetreten. Wir sehen uns dort. Captain, bevor wir die Drosana-Station verlassen, sollten wir uns mit Commander Talmera beraten. Sie könnten weitere Informationen über das ASA-System haben. Okay, weiter. Mit Commander Tamara sprechen. Wissen Sie irgendetwas über das ASA-System? Es liegt fernab und hat nur geringe strategische Bedeutung. Falls Sie, wenn Sie das hier vorüber ist, Landurlaub nehmen wollen, empfehle ich Ihnen doch eher nach Risa zu gehen. Also das ASA-System? Ich kann Ihnen sagen, dass Sie wahrscheinlich in eine Falle fliegen. Der Tal'Jiar investiert viel Zeit und Mühen in das Spinnen seines Lügennetzes. Er schaut keineswegs wohlwollend auf Personen, die versuchen, Ihnen das bloßzustellen, was er tatsächlich sind. Wenn Sie schon gehen, nehmen Sie wenigstens Verstärkung mit. Okay, können Sie die KVS kontaktieren und das für mich organisieren? Das wird nicht allzu schwierig sein. Sie haben viele Freunde gewonnen. Senden Sie eine Subraumsalve aus, wenn Sie im ASA-System Hilfe benötigen. Ihre Freunde werden auf das Signal warten. Okay. Wenn Sie auf eine Straßensperre stoßen, sprechen Sie mit Gden. Er hat sich als wertvoller Verbündeter erwiesen. Na dann. Jetzt können wir mal rauf. Ne? Genau. Wie ruhig das auf einmal ist. Kontaktiert mich der Ferengi?
Das ist wirklich nicht weit, das ist genau nebenan einmal. Ja, wunderbar. Ja? Bitte? Nee, bei mir wollte er gerade eben nicht, deswegen. Achso. Ich komm nach. Hast du einen meuternden Piloten? Ich muss mal gucken, dass ich mich von der Flotte bald wieder einladen lasse, weil ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Anfragen, ob ich nicht irgendeiner Flotte beitreten mag. Ne. Hier unten ist ein Frachtschiff. Das ist eine von diesen wiederholbaren Missionen, glaube ich. Ja, okay. Ist mal irgendwann, das war auch schon beim Föderationscharakter, irgendwie ziemlich weit rechts, hat man da irgendwas mit den Ikonianern gemacht. Ist mir mal so ein Planet, ein Komet oder so ein leeres Frachtschiff über den Weg geflogen, wo man dann scannen konnte und dann irgendwas bekommen hat. Ja, das ist, gibt es auch ab und zu mal, das ist, quasi für diese R&D-Geschichten. Es gibt einen Satelliten, es gibt ein Frachtschiff und noch ein paar andere Sachen. Ein Kometen, der wie bei Deep Space Nine aussieht, der ist besonders cool. Der ist mir schon ein paar Mal im Delta-Quadranten aufgefallen. Ja, mir ist ja mal im Alpha-Quadranten bei zwischen Erdraumdock und Deep Space Nine sind wir auf den Weg geflogen. Ich bin sofort da, bin da. Jo. Fortfahren, RSVP. Captain, we're detecting another ship in the system. It's Charva's ship, the IRW Aethra. They're signaling to us that Charva has already beamed over to the listening post, and that you and I should join her. But they say only us. We can't take a full away team. Okay, weiter. Nähern wir uns mit den Satelliten. Boah, das ist ja passend, beamen. Bin ich mal gespannt, ob wir zusammen da landen. Ist aber das Bonding. Jo. Du hast das Gefühl, meine Straße verwandelt sich gerade hier zu einer Hauptstraße. Ja, das habe ich bei mir aber auch. Obwohl ich eigentlich auch nur so eine Seitenstraße habe manchmal. Das ist an dem Sonntag. Ich hoffe, wir können Charva sehen, Reason. Sie doesn't seem willing to accept that tall Shi'ar is at the root of many of the problems of the Romulan people. It's not going to be easy to convince her. Okay, weiter. Da steht sie schon. Mit Charva sprechen. I'll do what I can to help. Ist nicht bei mir? Okay, du warst Kev ist da. Es freut mich. Es freut mich sehr zu. Ja, ja. Nee, bei mir spricht sie aber nur, dass sie eine Hoffnung sieht zwischen für sich und Titan. Achso. Für sich und Tovan Kev. Soll ich, oder? Ja, lies. Ja. Ich dachte, sie hätte jetzt alles vorgelesen. Ja, hatte ich eigentlich auch gedacht, aber naja. Es freut mich sehr zu hören, dass Sie mein Angebot, sich dem Tashian anzuschließen, annehmen möchten. Sie bieten allen Romulanern Sicherheit und Stabilität. Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen. Tovan und ich möchten enger mit Ihnen zusammenarbeiten, aber als erstes muss ich mit Ihnen über einige dieser Informationen. Muss ich mit Ihnen einige dieser Informationen durchgehen, so rum. Ich kann Sie nicht dafür beschuldigen, dass Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nachgehen. Da Sie unseren Rängen beitreten möchten, denke ich, dass der Tajia nichts dagegen hätte, wenn wir uns einige der geheimen Daten ansehen, aus denen die Berichte erstellt wurden, die ich Ihnen gegeben habe. Erzählen Sie nur keinem meiner Vorgesetzten, dass wir das getan haben. Zumindest noch nicht. Natürlich nicht. Oh. Ich fokussiere das Satellitennetzwerk auf Aelion. Schauen wir mal, was die Tashia-Bibliothek über die Welt berichtet. Mit Charva sprechen. Das kann nicht stimmen. Was kann nicht stimmen? Wir scheinen stimmen einige der Daten des Berichts, den ich Ihnen gegeben habe, nicht mit dem hier überein. Mehrere Sachen wurden entweder hier oder in dem Bericht geändert. Die Ergebnisse verdrehen alle Schlüssel, die wir gezogen, die gezogen werden könnten. Wir sollten weitere Dateien überprüfen.
Ich fokussiere die Subraum-Relais auf Virinat. Schön, dass sich die Bilder so ändern. Und nun können wir die aufgezeichneten Beweise ansehen. Ja, das ist cool mit dem Bildschirm. Das müssten sie öfters machen. Mit Chava sprechen. Aber ich dachte... Stimmt was nicht? Diese Aufzeichnungen stimmen auch nicht mit dem Bericht überein. Was ist hier los? Wer könnte diese Beweismittel manipuliert haben? Wir müssen noch eine Datei überprüfen. Zielerfassungsinformationen werden auf Kintsukanza gerichtet. Was wir dieses Mal finden? Seien wir gespannt. Chava sprechen. Wurde diese Datei manipuliert? Was meinen Sie? Das ist dieselbe Geschichte wie die anderen. Dieser Beweis passt nicht zu dem Bericht, den ich Ihnen gegeben habe. Sie wussten davon, stimmt's? Deshalb wollten Sie, dass ich mir diese Dateien ansehe. Haben Sie diese Dateien geändert, um mich in schlechtem Licht dastehen zu lassen? Wollen Sie meine Laufbahn dann gleich ein Jahr ruinieren? Ich verspreche Ihnen, ich habe nichts geändert. Oh oh. Ich höre doch was Schlechtes. Da kommt wer. Talchia! Also, man kann doch nicht schießen. Ach, sie lassen uns noch mit sich reden, okay. Mit Centurion sprechen. Wir wurden von Commander Maurus hergeschickt, um sie ins Gewahrsam zu nehmen. Hafmataran und Rega, sie werden beschuldigt, das Romulanische Imperium zu untergraben und Verbrechen begangen zu haben, die sich für einen Romulaner nicht schicken. Tovan Kef, sie werden beschuldigt, einen bekannten Flüchtling geholfen und sich gegen den Tashia verschwört zu haben. Chava, ihnen wird das Kommando über ihr Schiff entzogen, vorbehalten des Urteils des Kriegsgerichts. Wenn sie Glück haben, ist das alles, was ihnen für den Verrat am Tashia droht. Ich werde ihnen nirgendwohin folgen. Du hast eine Art stand da. Wenn sie nicht still sind, bringe ich sie zu ihrem, bringe ich sie in einem Sack zurück. So, kurz Prozess gemacht. Joa, haben wir hier auch. Ich sammle jetzt nochmal eben diese zwei Anomalien hier ein. Und ich auch. We need to get out of here and return to our ship before the Tal Shiar send any more troops down here. Charva, you should come with us. You won't be safe with the Tal Shiar. Ich bin bei der zweiten Anomalie. Achso, jetzt nicht. Moment. Bin bei der ersten. Renn jetzt zur zweiten. So. We need to get out of here and return to our ship before the Tal Shiar send any more troops down here. Charva, you should come with us. So, jetzt habe ich Tovan Kef. Mhm. Drei zum Raufbeamen. Yep. We need to get out of here. Ein Beamgeräusch gehabt. Komisch. Ich auch nicht. Ich habe nur das Tippen auf meinem Stoffärmel gehört. Commander Maurus, ich werde von meinem Talshiak Vorgesetzten informiert, dass Sie und Chava als Staatsfeinde gelten. Meine Befehle lauten, Sie zu ergreifen, nach Möglichkeit lebend. Aber tot, das wäre fast genauso gut. Ergeben Sie sich und ich werde Ihre Crew verschonen. Leisten Sie Widerstand, werden Sie den Tod Ihrer Mannschaft auf dem Gewissen haben. Sie werden mehr als nur ein Schiff brauchen, um mich zu schnappen. Verdammt, hätte ich das mit dem nicht gesagt. Wenn Sie darauf bestehen, wie wäre es mit einer Flotte von Kriegsschiffen des Tal Shiar? Würden Sie das überzeugen, sich zu ergeben? Denken Sie an Ihre Besatzung, Centurion. Ersparen Sie sich Ihr Schmerz und Leid, die durch diese sinnlose Geste verursacht würden. Sie hatten doch wohl etwa nicht gedacht, ich würde allein hier aufkreuzen, oder? Captain, unsere Freunde vom Imperium sind eingetroffen. Sie werden auf Ihr Zeichen hin die Tarnung aufgeben. Subraumsalve senden. Hier spricht Centurion Zaran von der RAW Vardenius. An alle befreundeten Schiffe, der Tal Shiar legt die Waffen feuerfrei.
Jetzt geht's ab. Ja. Oh, mein armes Schiff. Au. Sub-Commander Nadell is commanding the RRW Dehu. She has requested you transport Charva aboard so she can be taken to the proper authorities. Bringen Sie Charva an Bord. Welcome aboard. Is this the Tal Shiar prisoner? Ja, das ist Charva. Oh mein Gott. Sie sollen in einen Arrestzell gebracht werden. I'll leave you to it. Mach du die Untertitel dann. Es tut mir leid, dass es so weit kommen musste, Chava. Ich hoffe, Sie erkennen, dass der Tajia keine Gruppe von Heiligen ist. No. They're doing what they can for our people. I was the one who failed to live up to their expectations. And you were the one who steered me wrong. Just like Datan has done to you. Tut mir leid, dass Sie so denken. Wir müssen los, Tovan. Zeitlupe laufen. Charva was a close friend, and we couldn't even convince her of our cause. We need to find something substantial to expose the Tal Shiar. Ich fürchte, Sie haben recht. Ist Tovan bei dir auch unsichtbar gewesen? Charva is alive. Okay, bei mir schon. I expect she's gonna face a lot of questions from intelligence. But if we couldn't change her mind, what'll it take to convince the Romulan people? How do we gather the proof we need? For now, we've done all we can. I recommend we leave the system before any Tal Shiar reinforcements arrive. Okay, ich habe noch eine Auszeichnung gehalten, Verbündete. Mhm, ich auch. Jo, System verlassen, ne? Hier ist er genau. Nichts weiter. Obwohl, da ist nochmal in die Zite jetzt. Moment, das wollte ich mir noch. Ja, gut, ich war schon mal raus. Ist aber direkt dran vorbeigeworbt, also hättest du auf dem Weg auch hier mitnehmen können. Ja, bei Warp ein bisschen schlecht. Ja, das passt hier aber gut aus. Wir sind jetzt wieder bei einer 20-Minuten-Folge gekommen. Mhm. Also eine mit dezenter Überlänge und eine wieder mit... Ja, Mann, passt ja. Doch. Mhm. Aber ich habe hier noch einen Kontakt mit Subcommander Nadell. Den lese ich vielleicht gerade noch vor. Sie haben lobenswerte Arbeit geleistet beim Offenlegen des Doppelspiels des Tal Shiar. Es gibt jedoch weit mehr zu tun, um herauszufinden, was er im Schilde führt. Es ist eine Schande, dass Charva unserem Versuchen widersteht, sich unsere Sache anzuschließen. Womöglich braucht sie mehr Zeit, um den Tal Shiar als tatsächlichen Verräter des romulanischen Volkes zu erkennen. In jedem Fall sind sie eine großartige Bereicherung für die Flotte. Jo. Weiter. It's a fake! Ja. Ach, cool, spielst du auf Englisch? Nee. Nee, es ist eine Fälschung, ja. Okay. So. Ja, auf Act des Insiders kommt dann beim nächsten Mal. Genau. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall beim Toni. Sehr gerne, freue mich dabei zu sein. Der hier irgendwo steht, ich suche gerade ein Schiff. Bist du das da hinten? Ich bin 0,56 Lichtjahre von dir entfernt. Zu dir gedackelt. Ja, das sind bist du. Ja, ja. Vorsicht, denk an unsere Kollisionsversicherung. So. Passt doch, passt doch. Ja, wie gesagt, bedanke mich bei Antoni. Wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Hunul, Mos Mos, besten Dank fürs Einschalten. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken und den ganzen anderen Gedönskrams da. Und macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.